Ich glaube, jeder kennt das. Du informierst dich vorher über ein Produkt. Dann kaufst du es und musst warten, bis es endlich geliefert wird. Dann ist es da. Dieses erste Gefühl, dieses erste Mal. Ungeduld, Vorfreude. Man genießt es. Es wird gar zelebriert. Was auch die Tonne an Unboxing-Videos erklärt. Ah, ist das nicht toll. Meine neue. Es hat etwas Ursprüngliches, etwas Erhabenes. Man betrachtet alles im Detail, jede Kleinigkeit. Eine Mischung aus, es muss schnell gehen und ich will loslegen. Und doch, wir entdecken jeder Kleinigkeit. Und dann die Frage, Mann oder Bedienungsanleitung Leser? Ach was, viel zu viel. Ich werde es auch so begreifen. Und was alles dabei ist. Und das Beste lässt man sich bis zum Schluss. Den Spannungsbogen, sich selber gebaut und dann der Höhepunkt. Ah! Und was kommt jetzt? Einsteigen und losfliegen doch sicherlich. Noch nicht ganz. Zuerst müssen all diese Transportaufkleber ab, die ein paar nützliche Hinweise geben. Zwei an der Fernbedienung und eine ganze Menge an dem Kopter. Also runter damit. Und zwar mit jedem Einzelnen. Auch wenn der ein oder andere nicht gleich will. Und was kommt jetzt? Einsteigen und losfliegen doch sicherlich. Noch nicht ganz. Da wäre in Deutschland ja die Plakette und die Versicherungspflicht für Drohnen, wie diese Mavic Air. Sollte man vorher dran denken, da auch diese eine Lieferzeit haben. Der DMFV bietet übrigens 3 Monate Probemitgliedschaft an. Mit Versicherung für die grüne Wiese. Und dann wäre da ja noch die Schutzschaltung der DJI-Akkus. Diese sind für den Versand nicht vollgeladen und müssen erst vor dem ersten Einsatz vollgeladen werden. In der Zwischenzeit ist Zeit für die Plakette. Diese rät DJI, hinter dem Gimbal anzubringen. Eine Pinzette hilft beim Positionieren. Dann noch ein paar Sekunden festdrücken und fertig. Passt. Und was kommt jetzt? Einsteigen und losfliegen doch sicherlich. Noch nicht ganz. Micro-SD-Karten hat man doch... Nee, meine sind alle Class 10 U1. Und das reicht der Mavic Air nicht ganz. Also von Anfang an eine U3 denken und diese gleich mitbestellen. Das Einsetzen soll angeblich ganz schwer gehen. Naja, einfach ist es nicht. Aber sie soll ja auch sicher und fest sitzen. Und so kompliziert ist es dann auch nicht. Und was kommt jetzt? Einsteigen und losfliegen doch sicherlich. Noch nicht ganz, da die Akkus noch laden. Fast eine ganze Stunde, bis der eine voll ist. Und was kommt jetzt? Einsteigen und losfliegen doch sicherlich. Noch nicht ganz. Aber zumindest bekommt das Gerät jetzt zum ersten Mal Strom. Kurz drücken und dann gedrückt halten. So schaltet man die Remote und den Kopter ein. Und dann geht es in die App. Viele Dinge sind zu bestätigen, einzurichten und auch gleich ein Firmware-Update zu machen. Drohne registrieren, einen Neustart, wieder irgendwas eingeben. Und dann endlich der finale Neustart. Das Ganze hat jetzt über eine Stunde gedauert. In der Zwischenzeit ist es dunkel draußen. Und da sollte man nicht fliegen. Also Zeit für den Simulator und warten auf morgen. Da wird dann geflogen. The home point has been updated. Please check it on the map. Take off.